Daniel bekommt, weil das tatsächlich besondere Umstände sind, die wir in der Zwischenzeit auch anders bewertet haben, anders sehen, bekommt seinen Laptop, damit er dann in der Schule entsprechend lernen kann und auch seine Hausarbeiten damit machen kann. Herr Schlich, möchte ich mir natürlich auch bedanken, dass das jetzt für den Daniel möglich ist, aber ich finde es dann trotz allem, bei allem Glück für den Daniel, ein bisschen schade, dass ich das Fernsehen immer erstmal einschalten muss, bevor man nochmal über was nachdenkt. Vielleicht ist das einfach, ich möchte Sie auch jetzt persönlich einbeziehen, Sie sind nicht der Sachbearbeiter, aber vielleicht sollte da manchmal dann doch mal auch so ein Kind eingeladen werden und dann, dass man sich doch mal einen persönlichen Eindruck macht. In jedem Fall vielen Dank und diesen Laptop, haben Sie noch was dabei? Ah, da ist er tatsächlich schon. Wir dürfen Sie einfach gerade mal selber nach vorne bringen. Da ist er. Hallo Daniel. So. Okay. Hier ist der Laptop. Diesen Laptop, du wirst noch einen anderen bekommen. Der ist jetzt erstmal ein Symbol dafür, dass du zukünftig einen Laptop in der Schule haben wirst. Okay. Danke schön. Holger, danke mal. Ja, oh, halt, da möchte sich noch der Papa persönlich bedanken. Und ich vermute mal, die Mami auch. Und ich bedanke mich auch. Okay. Herzlich, danke schön. Und Daniel, aber eines ist jetzt versprochen, gell? In der Freizeit Hausaufgaben und nicht Moorhühner abschießen damit, gell? Alles klar? Daniel, okay? Haben wir gut geritzt? Danke für den Besuch, okay? Tschüss. Okay, ja, vielen Dank. Andreas, bis jetzt rein. Dankeschön. Die eine wünscht sich, dass sie sich mit der anderen Freundin wieder gut verträgt, denn sie haben sich furchtbar in die Haare gekriegt. Guten Morgen, der Part 1, Jasmin, hallo. Hallo Jasmin. Hi. Mit wem hast du dich denn verkracht? Mit meiner besten Freundin. Seit 6, 7 Monaten. Wir reden nicht mehr miteinander. Seit so langer Zeit. Da muss ja was ganz Gehöriges vorgefallen sein. Weil ihr geht ja in die gleiche Klasse, ne? Genau. Habt viel Zeit miteinander verbracht. Genau. An deiner besten Freundin. Was ist passiert? Ja, also irgendwann kam der Zeitpunkt, da habe ich halt angefangen zu arbeiten und hatte wenig Zeit. Und dadurch hat sie sich ein bisschen von mir abgekapselt, hat sich mehr mit anderen Freunden getroffen und ich war da nicht mehr so wichtig. Und dann kamen auch nicht mehr so die täglichen Anrufe und dann kam die Klassenfahrt. Da gab es dann noch Geschichte mit so einem Ex-Freund, ne? Genau, dann mein Ex-Freund, mit dem ist sie dann hinter meinen Rücken essen gegangen und das fand ich dann auch nicht lustig und das kam dann irgendwie alles so auf einmal und... Warum ist sie mit dem Essen gegangen? Naja, also es war so, dass... ich das erstmal gar nicht rausbekommen habe und dann hat es mir halt ein anderes Mädchen gesagt und die waren dann halt... ja, was vermutest du denn? Hat sie ihn da angebaggert oder? Ja, das weiß ich halt nicht. Also sie sagt nein, er sagt auch nein. Also beide sagen nein, aber ich war ja nicht dabei, ich hatte keine Kamera. Was sagt sie denn, warum sie mit ihm da mal einen Happen-Schnappen-Essen gegangen ist? Weil wenn sie ja, nicht es war angeblich wegen meinem Valentinstaggeschenk. Ah. Und die wollten halt sich darüber besprechen, aber da hatten wir halt auch noch nicht so, also auch nicht mehr so viel Kontakt und... Das kam mir alles schon ein bisschen komisch. Ich meine, damit wäre es ja zumindest begründet, warum sie es dir nicht gesagt haben, wenn es um Geschenk für dich ginge, ne? Hm. Ja. Aber hast du das? Aber warum sie es mir nicht gesagt hat, halt war das Ding. Was war letztlich der Trennungsgrund? War er dir untreu oder? Nee, also das war was anderes, okay. Genau. Hat damit nichts zu tun. Genau. Ja, dann hast du eben schon die Klassenfahrt angesprochen. Genau, auf der Klassenfahrt war es dann so, wir haben uns halt davor getroffen auf dem Bahnhof und sie war schon mit einer anderen Freundin die ganze Zeit beschäftigt und ich habe mich schon gewundert und dann halt im Zug saß ich auch alleine da, weil irgendwie die Clique hatte sich gebildet und die saßen im Abteil, da war kein Platz mehr und keiner hat gefragt, ja komm mal rein oder hey Freundin, was ist los? Hast du dich so ein bisschen ausgegrenzt gefühlt und dann hast du auf einmal eine kaltfeuchte Überraschung am Morgen gehabt und das war dann der Schlussstrich. Genau, also irgendwie, das war noch nachts, morgens um 5 oder so, halt wie bei einer Klassenfahrt das so ist, man schläft halt nicht gleich ein. Und dann hat sie mich nachts mit Wasser beschüttet. So nach dem Motto, ja, hahaha. Und da ist er dann der Kragen geplatzt, seitdem kein Kontakt mehr mit ihr. Seitdem reden wir nicht mehr miteinander. Obwohl in der gleichen Klasse sein. Wir sitzen ungefähr 1 Meter voneinander entfernt, aber irgendwie, also so beide sind zu stolz. Sie meint wahrscheinlich, sie hat recht. So, also von anderen Leuten höre ich dann halt auch so, ja, und die ist ja arrogant und bla und. Erzählt sie hinter deinem Rücken schlechte Sachen über dich? Naja, also mehr sind es die anderen Leute aus meiner Klasse, die halt auf ihre Seite dann gegangen sind irgendwie. Weil sie ist halt, hat mehr Zeit, ist halt bei allem dabei und... Also wenn man nur in der gleichen Klasse sitzt, man hat viel miteinander durchgemacht. Wie ist das, wenn ihr euch morgens begegnet? Schrecklich. Also wenn ich, also ich habe schon richtig eine Schulphobie. Also es ist
jeden Tag wieder aufs Neue schrecklich. Gehst da ganz ungern deswegen schon allein in die Schule? Ja, na klar. Und ich habe auch gedacht, also irgendwie Schule zu wechseln. Aber sie ist, also mir tut es halt jeden Tag weh und ich würde mich halt gern wieder mit ihr vertragen. Wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Hier ist die Sabine. Guten Morgen. Hallo Sabine. Die junge Dame kennst du ja. Ich möchte sie erstmal, glaube ich, erstmal ganz fest in den Arm nehmen, weil ich wusste von nichts. Und deswegen muss ich sie erstmal. Da verlierst du schon vor Schreck dein Mikrofon. Steck's mal schnell in die Tasche. Ja. Sabine, ja. Wie die Umarmung. Hast du dir das im Prinzip auch irgendwie gewünscht, dass sie mal den ersten Schritt macht? Oder hast du das auch mal ja, dir überlegt? Na klar, ja, na klar. Ich habe mich nur irgendwie nie so richtig dazu getraut. Oder sie, das kam nicht. Also wir haben uns gegenseitig nicht beachtet. Jasmin hat auch gesagt, das ist auch ein bisschen Stolz von ja, beiden Seiten. Ja, so ein bisschen schon, auf jeden Fall. Was glaubst du denn, an wem hat es denn jetzt gelegen? Ich glaube, das hat daran gelegen, dass wir uns einfach irgendwie gegenseitig auseinandergelebt haben. Jeder hat sein Ding gemacht, hat andere Interessen gehabt. Das hat mich auch traurig gemacht, weil ich früher also immer glücklich mit ihr war. Und ich was war vermisst. Da mit dem Ex-Freund? War das wirklich nur ein Valentinstreffen? Ach, das ist eine Geschichte, das ist eigentlich gar kein Thema zum Reden. Ich habe ihr das auch erklärt. Ich glaube, das waren andere Dinge, die ausschlaggebend waren. Was denn? Naja, so eine Kleinigkeiten, dass sie einen Freund hatte, ich einen Freund hatte. So, dass wir, wie sie schon gesagt hat, auf Klassenfahrt waren. Und so ein bisschen Eifersüchtelei vielleicht? Jasmin? Nee, das glaube ich nicht. Dass man sagt, oh Mensch, jetzt hat sie weniger Zeit für mich, meine Freundin, oder was ja, glaubst du? Also, du hast mich nicht mehr angerufen und irgendwie... Naja, ich war nicht mehr wichtig und irgendwie... Naja, aber ich war auch nicht wichtig für dich, jetzt ich mal, also so habe ich mich gefühlt. Aber Jasmin, du hast ja immerhin, nee, so war das, nach dieser Geschichte mit diesem Wasser, hast du Sabine, der Jasmin ja einen Brief geschrieben. Ja, zum Geburtstag. Was hast du da reingeschrieben? Dass ich da traurig bin, dass ich irgendwie nicht da war, also oder eingeladen wurde. Also dachte, das wollte ich rüberbringen. Ich dachte, sie wäre wenigstens gekommen. Es war mein 18. Geburtstag. Auch und, da, aber da hatte die ja schon Krach. Genau, es war halt der Krach da und ich dachte, nein, mein Gott, sie sieht es irgendwie ein. Und es war jetzt so 2 Monate später und ich dachte, mein Gott, sie kommt wenigstens, überrascht mich. Aber es kam nicht. Ah, kam ich wollte nicht kommen und ich wollte nicht kommen, weil ich dachte, ich wäre nicht erwünscht. Und dann dachte ich mir, naja, okay, mir bleibt mir nichts anderes übrig, als ihr irgendwas vor die Tür zu stellen oder einen Brief zu schreiben. Vielleicht musste dieser Zeitabschnitt sein. Ich hoffe, es wird... Also ich bin froh, dass du das jetzt gemacht hast, dass du den ersten Schritt gemacht hast. Und ich hoffe, es wird wieder so wie früher. Ja, ich hoffe, wir fangen alles nochmal von neuem an. Vielleicht habt ihr wirklich diese Zeit gebraucht, diese Auszeit. Ja, und jetzt geht's von neuem los. Okay, danke für den Besuch. Schön, dass ihr meine Gäste wart, ihr zwei. Tschüss. Ciao. Nimm deinen Sender mit. Tschüss. Jetzt kommt zu mir Maria. Maria ist eigentlich nicht unglücklich. Warum sie trotzdem bei mir ist, möchte ich jetzt natürlich von ihr wissen. Guten Morgen. Hallo Maria. Hallo. Dir geht's prima, ne? Ja, eigentlich schon. Aber deiner Freundin nicht so ganz. Nee, da geht's nicht so gut. Was liegt da im Argen? Das Problem ihre Haare so eigentlich, mehr oder weniger. Muss man so ausdrücken. Nee, sie ist dachte halt ihr, du hättest ein Problem mit den Haaren, dass sie nicht mehr anliegen am Kopf, so flupp. Nee, das ist gestylt. Ja. Nee, klar. Was hat sie denn für ein Problem? Sie hat ein Problem, dass sie damit absolut so unzufrieden ist, weil sie überhaupt gar nichts mehr so richtig damit hinkriegt irgendwie so. Woran liegt denn das, dass sie damit nichts hinkriegt? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. So sind halt, fetten halt sehr schnell ihre Haare so und die fallen halt immer wieder runter. So. Und da kann man gar nicht so, weiß ich nicht. Ja, die sind auch sehr ausgedünnt, ne? Ja, eigentlich schon. Woran liegt das, dass sie ganz lichtes Haar hat oder nicht so dichtes Haar wie jetzt zum Beispiel du? Tja, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber ist ja so, ne? Ist auf jeden Fall so. Leidet sie da sehr drunter? Auf jeden Fall. Ich möchte die Nadja natürlich auch mal kennenlernen. Jetzt bin ich gespannt, ob das wirklich so schlimm ist oder ob wir danach sagen, ah, Nadja, jetzt reiß dich mal zusammen, ist doch halb so schlimm. Guten Morgen, Nadja. Nadja, ich sehe jetzt im Moment da auch nichts Auffälliges. Ja, da ist ja auch nicht mehr sehr viel.
Wie bitte? Ja, also ich habe nicht sehr viele Haare. Ja, die, oben, die ich oben, habe, sind ziemlich... Ein bisschen nach unten? Ja, das sind schon... Ja, also man sieht die Kopfhaut, ja. Ja, ich habe leider nicht sehr dicke Haare. Und dann habe ich auch noch wenig Haare. Woran liegt das? Ja, gut, von Natur aus habe ich schon ziemlich feines Haar. Aber ich hatte 95, wie gesagt, mir eine heiße Fritteuse über den Kopf und über den Rücken gejagt. Und die, ja, die Kopfhaut ist halt zerstört und die wird sich auch nicht mehr regenerieren. Und jetzt liegt das aber auch in der Familie. Deine Mama hat ja auch nicht mehr so die vollste Haarpracht. Das stimmt. Das stimmt. Also ja gut, meine Schwester, die hat natürlich voll die Pferdehaare. Ich weiß auch nicht, wieso Gott bei mir so geizig war. Absolut nicht. Vor allem, ich finde es auch so schlimm, wenn wir zum Beispiel im Kaffee sitzen, dass dann irgendwelche Blondinen lang gehen und dann solche schicken Haare haben. Ich sitze da, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ne? Man hat ja ein schönes Gesicht, braucht Platz. Ja, das ja, ist, ja. Toll. Danke. Also, dein Selbstbewusstsein auf einer Skala von 1 bis 10. Mit den Haaren? Mhm. Gott. Ja, nicht mehr als hoch, ne? Also. Minus 3. Ja, so ungefähr. Echt? Ja, also es ist schon ziemlich deprimierend. Dann vor allem, leidest da richtig drunter? Ja, es ist ja auch nicht lustig für mich, finde ich. Weil wenn wir irgendwo hingehen, dann sitze ich da die ganze Zeit. Sobald einer normal vorbeiguckt, nur, der hat jetzt auf die Haare geguckt. Der sieht das. Oh nein. Dann bin ich total verunsichert und denke, na, wer erzählt dir denn sowas? Hast du einen Freund, der das... Nein, nein, das nicht. Aber ich meine, gut, ich kriege schon die gleiche Meinung von meiner Familie oder so. Die sagen auch, ja gut, du hast nun mal dünne Haare. Die sagen nichts zu machen. Ja, wieso, sieht doch toll aus. Hast du auch ein bisschen Angst, dass es vielleicht mal so wird wie bei deiner Mama? Naja, irgendwann. Oh Gott, da klappst du mir fast zusammen bei dieser Vorstellung. Aber da hast du ja schon eine Lösung überlegt, ne? Also was würdest du gerne machen? Ich würde gerne eine Haarverlängerung, Verdichtung machen, da ich schon mal ein Haarteil ausprobiert habe. Ich habe mir eins gekauft, ja, wie eine Perücke. Und das hat auch Nachteile, wenn man dann nach Hause kommt, so am Wochenende. Ach komm, Harry, ne, leg ab. Das ist halt nicht so witzig. Vor allem beim Freund, der erwartet ja, dass die Frauen überall ein bisschen nachhelfen, ja, gut, aber bei den Haaren. Ja, ne? Aber ja. Ist halt irgendwie, ja gut, fürs Wochenende ist das erstmal gerettet. Ne? Und was kostet sowas, so eine Haarverlängerung? Ja, die wäre noch teurer als ein Haarteil. Ein Haarteil kostet schon ein paar hundert Mark. Und ich habe gehört, so eine Verlängerung, 1.500 bis 3.000 Mark muss man da investieren. Hast du das Geld im Moment? Nee, ich habe auch schon, also meine Verwandten und Freunde, das ist ja wie gesagt Thema Nummer eins, dann, wenn ich dann halt so ein bisschen deprimiert bin. Angepumpt? Ja, nee, aber ich habe halt darüber gesprochen, wie das wäre, ob ich auch Unterstützung kriegen würde. Ja. Aber es ist halt ein bisschen utopisch. Ne? Also weil es halt so teuer ist. Hab gleich jemanden eingeladen, der wird ein bisschen was über so eine Haarverlängerung erzählen, wie wir uns das vorstellen können. Und vielleicht ja sogar noch ein bisschen mehr. Bis gleich. Hallo zurück. Nadja, jetzt haben wir eben gehört, du hast ein paar Schwierigkeiten mit deinen Haaren, die sind ein bisschen lichte, kommt vielleicht auch teils von der Mama, die auch sehr lichte Haare hat. Jetzt hast du es natürlich versucht, auch ein bisschen zu kaschieren, da sind Frauen der Weltmeister drin. Aber warum kannst du es nicht einfach akzeptieren? Weil bei deiner Mutter ist es ja auch so. Ja, ich finde das aber ein bisschen unfair. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, es ist auch so frustrierend, wenn man jetzt weggeht und dann halt auch andere Menschen sieht, die halt... richtig fülliges Haar haben. Ja, und die auch nie was machen brauchen, die kämen die einmal durchgehen raus und sind voll gestylt. Und ich kann mich 5 Stunden vor den Spiegel stellen und es bringt trotzdem nichts. Selbst ein Friseur, wenn ich beim Friseur war nach 2 Stunden, die erste Windböe, dann sehe ich genauso aus wie vorher. Hat natürlich keinen Halt, ne? Ja, nee. Also du kannst im Prinzip ja auch nichts hochfrisieren, weil da ja nicht so viel Substanz ist, ne? Die Haare nicht so fest sind. Ja, nee. Ja gut, im Notfall könnte ich ganz viel Haarspray reinknallen, aber es ist halt auch nicht gut für die Haare und auch nicht viel Kopfhaut. Gerade und hast natürlich Angst, dass wenn du es rauswäschst, dass dann die ganzen Haare mit abfallen, ne? Die Folgen mit Folgen ist zu rechnen, ne? Also. Trauerst du schon jedem Haar hinterher, was du so nach dem Duschen den Ausguss rinnen siehst? Ja, ich versuche auszurechnen, wie lange es dauert, bis das wieder nachgewachsen ist. Ne? Und bei der Länge eine ganze Weile. Das haben wir vorhin schon gehört, eine Haarverlängerung, das wäre eigentlich was du richtig gut fändest. Jetzt habe ich mir da einen Profi eingeladen, den Oliver, und der wird mir jetzt mal erklären, wie das eigentlich genau vonstatten geht und was da dran zu teuer ist. Guten Morgen, Oliver. Da sitzt er.